Die Uhr schlägt 6, die Arbeit ruht, ein jeder eilt, um wohlgemut den Feierabend zu verbringen. Mit Kino, Tanz und anderen Dingen. Nicht so ist es bei Schulz und Co. Der Chef diktiert noch im Büro. Die Sekretärin, Fräulein Quast, hat längst ihr Rendezvous verpasst. Vor Müdigkeit ist ihr ganz schlecht. Herr Schulz, wie ungerecht. 8 Stunden schrieb sie wie eine Biene. Sie ist ein Mensch, keine Maschine. Tja, wenn man eine Maschine hätte. Man hat sie ja. Die Stenorette von Grundig, der ein jedermann, solange er will, diktieren kann. Großer Vorteil ist dabei, das Fräulein Quast hat abends frei. Jawohl, für beide ist's ein Segen. Sie kann sich endlich einmal pflegen, er kann diktieren ohne Pause. Ob auf der Reise, ob zu Hause, nie müde wird die Stenorette. Wenn Fräulein Quast längst Schreibkrampf hätte, zum Beispiel bei den grauenvollen Aufsichtsratssitzungsprotokollen, wo alles durcheinander spricht, die Stenorette stört das nicht. Auch kann man sie entsprechend schalten, um Ferngespräche festzuhalten. Die Stenoblocks sind abserviert. Die Stenorette triumphiert. Kein Ärger mehr mit ihr. Mit ihm? Wir sind ein Stenorette-Team. Wir sparen Arbeit, Material, Zeit und auch Nervenkapital. Dank unserer Grundig-Stenorette. Ja, wenn sie doch ein jeder hätte. Gäb's kein Diktat mit seinen Leiden, gäb's nur noch Stenorette-Freuden.